Von Schwangau aus geht unsere Reise weiter nach Südtirol. Zum ersten Mal sind wir Gast bei einer WM, unserer Lieblingssportart. Zu Hause verpassen wir kein Rennen. Wir unternehmen einen ersten Erkundungsgang nach Antholz-Mittertal. Hier einige Impressionen. Das ganze Dorf hat sich für die Spiele geschmückt. Ich schaue mir mal das Stadion an. Unweit davon gibt es eine offene Loipe. Die Wettkampfloipen, die ansonsten frei für jeden sind, sind schon für die Trainings gesperrt. Und abends gehen wir dann nach Mittertal. Die Eröffnungsfeier wollen wir miterleben. Die Nationalflagge wird gehisst. Dann erfolgt der Einmarsch der Nationen. Ergreifend.
schon fast so was wie eine Heimat, das Local Team, the National Team of Italy. We close this. Und in den kommenden WM-Tagen hier. Ein Showprogramm darf auch nicht fehlen. Und natürlich auch nicht die Reden der Politiker und anderer wichtiger Leute. Auch nicht das Hissen der IBU-Fahne. Für viel Unterhaltung ist gesorgt. In den Hütten steppt der Bär. Jeder Verein hat hier seinen eigenen Getränkestand. Mir hat der von 112 gefallen. Übrigens, das geht täglich bis 2 Uhr so weiter. Heute fahren wir mit dem Shuttlebus zum ersten Rennen hinauf ins Stadion. Wir beobachten die Athleten beim Warmlaufen und Einschießen. Und dann geht es endlich los. Der Start zur Mixed-Staffel. Aus deutscher Sicht nicht ganz so erfolgreich. Platz 4. Nach dem Rennen findet noch im Stadion eine Flower-Zeremonie statt. Wir gratulieren den Tschechen zu Rang 3. Silber geht an Italien und Gold an die dominanten Norweger. Heute Morgen einmal keine Sonne. Heute Morgen gibt es mal Schnee. Aber ich kann euch versprechen, sie kommt gleich wieder. Da oben zeigt sie sich schon. Der zweite Renntag. Ich bewundere immer, mit wie viel Fantasie manche Fans ihre Kostüme gestalten. Mit Gesangsanlagen werden wir vor den Rennen unterhalten und eingeheizt. Heute steht der Damensprint auf dem Programm. Aber ich will hier nicht die Rennen kommentieren.
Die gibt's live bei ARD und ZDF. Auch heute haben die Norweger wieder Grund zu feiern. Als wir am neuen Tag zum Stadion gehen, hören wir auf der anderen Seite des Tales ein Rauschen. Eine kleine Lawine geht ab. Beim ZDF können wir unsere Athleten laufen lassen. Jede versenkte Kugel bringt den Läufer näher ans Ziel. Vis-à-vis unseres Sitzplatzes steht eine Mega-Videowand. Hier sehen wir das Weltbild, das du zu Hause sehen kannst. Nebenan stehen die Reporterkabinen der Fernsehsender. Als wir heute ins Stadion kommen, sind Bonnie M. schon da. Heute laufen die beiden Verfolgerrennen. Das wird eine heiße Nummer. Die Startreihenfolge ergibt sich vom Zieleinlauf des Sprintrennens. Die Zeitabstände ebenso. Auf Startnummer 6 Denise Herrmann. Wünschen wir ihr viel Glück. Als zweites Rennen laufen die Männer. Das schaue ich mir mal von der Huberalm aus an. Als bester Deutscher schließt Arndt Peiffer auf Platz 5 ab. Heute Abend gibt es was zu feiern.
Darum gehen wir nach Antholz-Mittertal zur Metal Plaza. Gentili Signore e Signori, sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, welcome to the IBU World Championships Antholz 2020. The third place and winner of the IBU bronze medal, representing Norway, Marte Olsbu-Røiseland! Germany! Endlich steht eine deutsche Sportlerin mit auf dem Siegerstockerl. Ob es was genutzt hat, dass ich Denise Herrmann alle besten Wünsche mit auf die Loipe gegeben habe? And winner of the IBU gold medal, the new world champion representing Italy, Dorothea Viere. Medal representing the Russian Federation, Alexander Loginov. The IBU silver medal representing Norway, Johannes Dinges Bø. The new world champion representing France, Emilien Schachtler. Die Nacht in Antholz wird noch genauso lang, wie die Entfernungen zu den anderen Austragungsorten des Weltcups sind. Aber am Feuer ist es ja schön warm. Heute ist ein rennfreier Tag. Ruhetag für die Biathlonathleten. Wir fahren nach Bruneck, erledigen einige Einkäufe und bummeln durch die Stadt.
Und obwohl wir ja schon öfters hier waren, entdecken wir doch immer wieder neue Ansichten und Details. Komm, lass dich überraschen. Lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere dann das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.